Ja, ein großer Unterschied ist auf jeden Fall, dass wir für zwei Autos verantwortlich sind und nicht wie in anderen Rennserien nur für ein Auto. Durch die Elektromobilität oder durch die Batterie ist natürlich die Rundenanzahl begrenzt und deshalb brauchen wir hier zwei Autos. Wenn dein eigenes Auto, sagst du, es ist hundertprozentig, bringt dir nichts im Rennen. Man schaut schon auch auf die andere Seite, wie läuft es da, kann ich helfen. Gegenseitige Unterstützung, ständig, gerade am Samstag, ist immer gefragt, wo sieht man Fehler, wo kann man Fehler vermeiden. Also gegenseitig schon helfen und aufeinander aufpassen ist schon ein großes Thema. Ja. Wir laden mit dem Ladegerät, ein spezielles Ladegerät, 40.000 Watt, wenn wir laden, und wir können 2%, sozusagen, bis wir die volle Leistung haben, bis wir 100% haben, können wir 2% pro Minute laden, sozusagen, und können dadurch errechnen, wie lange benötigen wir zwischen den Pausen, zwischen freiem Training, wenn wir reinkommen, wie lange benötigen wir, um die Batterie zu laden auf das Level, was wir brauchen. Ja. Wir haben über 200 Lithium-Ionen-Zellen im Fahrzeug, in der Batterie, und das ist vergleichbar mit einer Leistung von 300 Laptop-Batteries oder vergleichbar auch mit 4.000 Smartphones heutzutage. Ja. Wir kriegen bei Funk gesagt, wann Lukas reinkommt. Das Auto muss vorbereitet sein, es muss alles parat sein. Ich bin mit Michael zusammen, meinem Kollegen, der das andere Auto von Lukas macht, dafür verantwortlich. Lukas springt aus dem Auto raus, steigt ins andere Auto ein. Und wir müssen sehen, dass wir in einer bestimmten Zeit Lukas angeschnallt bekommen, alles festbekommen und dass wir sozusagen vor Ablauf der Zeit fertig sind. Er noch die Systeme kurz checken kann und dann sofort losfahren kann, sobald die Zeit abgelaufen ist. Und das sind viele wichtige Situationen. Wenn wir die Gurte verhaken oder sonst verdrehen, dann verlieren wir eine enorme Zeit dadurch auch. Und wenn wir alles perfekt machen, gewinnen wir Plätze. Also es ist wirklich schon vorgekommen, dass wir wirklich 2, 3 Plätze gut gemacht haben in manchen Rennen und dadurch auch die Rennen gewonnen haben. Ja. Man trinkt dann abends nach Feierabend mal ein Bierchen oder so zusammen, steht zusammen, quatscht über das alltägliche Leben und dann merkt man schnell, okay, man hat so dieselben Interessen, man vertritt dieselben Meinungen, auch privat, auch am Fahrzeug. Da sind wir schnell grün geworden, das funktionierte von vornherein sehr gut.